Ja? Ja, okay, dann schauen wir jetzt mal erstmal wieder auf den Dennis. Okay. Dennis, und du hast auf jeden Fall schon mal den mentalen Support von deiner Crew und aus deiner Ecke da hinten. Und, die Eins glaubt an dich. Ich kriege aus der Regie das Zeichen, dass wir starten können. Und gut, dann nochmal für dich. Alles Gute auf deinen Run. Und dann heißt es eigentlich nur noch, auf die Plätze, fertig, los! Viel Erfolg und Applaus für Dennis Kubon! Oh, auch er ist am Chainmaster, sehr schnell unterwegs, schnappt sich nur jede zweite Kette. Und das von außen. Springt direkt ans, oh, ans vierte Seil, rutscht am Podest ein bisschen ab. Aber kann sich noch halten. Es blitzt schnell über den Chain of Pain. Der liegt bei 17 Sekunden, der Junge. Er schwingt mit einem durchs Cargonetz. Er ist bei 22 Sekunden, ist über den Balken. Jetzt nur noch vier schlafen. Dann hat er die 30 Sekunden Zeit geknackt. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. 30-4-7. Junge. Wahnsinn. Dennis, alles gut. Scheiße drauf. Das ist. Dennis, geht's dir gut? Hast du dich verletzt? Alles gut? Ey. 30-4-7. Was ist das für eine Zeit? Wir haben gesagt, die 30er-Zeit wird niemand hier auf diesem finalen Parcours machen. Du kommst hier hin, machst 30-4-7. Ja, ich hab das gesagt. Hast du was anderes erwartet? Nein, im Gegenteil. Ja, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Das ist unglaublich, aber erstmal abwarten. Kommen ja noch zwei. Ist noch alles drin.